Thoralf Klabunde und Roger Nebig haben vor dem Landgericht Hamburg verloren. Und wenn Sie jetzt wissen möchten, warum, dann gucken Sie dieses Video. Mein Name ist Tobias Kläner. Ich bin Rechtsanwalt hier in Koblenz in der Rechtsanwaltskanzlei Kläner. Und ich richte mich mit diesem Video an alle Immobilienmakler, speziell an die Berliner Immobilienmakler, die in den letzten Monaten und Jahren Post bekommen haben von Rechtsanwalt Roger Nebig im Auftrag vom Maklerkollegen Thoralf Klabunde. Ja, Klabunde und Rechtsanwalt Nebig haben zusammen in den letzten Jahren etliche Abmahnungen gegen Immobilienmakler ausgesprochen wegen der Verletzung von Informationspflichten, das heißt wegen Impressumsverstößen, wegen Datenschutzverstößen und auch wegen eines fehlenden Links zur Streitschlichtungsplattform der EU-Kommission. Das sind Wettbewerbsverstöße, hat der Kollege Nebig gesagt. Da bestünde ein Unterlassungsanspruch gegen den Makler, der diese Informationspflichten dann nicht vorhält. Und da besteht natürlich auch ein Kostenerstattungsanspruch. Und der liegt in den Abmahnungen, die uns bekannt sind, meistens roundabout bei 730 Euro. Ja, ich habe das eingangs schon erwähnt. Hier sind in den vergangenen Monaten etliche Abmahnungen von Klabunde und Nebig aufgelaufen. Das wird wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Da werden viel mehr Abmahnungen im Berliner Raum kursieren. Und ich habe einen Mandanten, der hat zweimal eine Abmahnung erhalten. Der hat zweimal nicht auf diese Abmahnung reagiert und der hat zweimal eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg zugestellt bekommen. Ja, Ihr Berliner Kollege, Ihr Maklerkollege, den es zweimal erwischt hat, der ist nach der zweiten Abmahnung bzw. nach der zweiten einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg zu mir gekommen, war ziemlich wütend, hat ganz salopp gesprochen, die Schnauze voll gehabt und hat mich gebeten, dass wir da mal Widerspruch einlegen gegen die einstweilige Verfügung. Und wir haben das gemacht. Wir haben erstmal Akteneinsicht beim Landgericht Hamburg beantragt und haben dann Widerspruch eingelegt. Landgericht Hamburg hat einen Termin gemacht, der hat in der letzten Woche stattgefunden und mein Mandant hat diesen Fall gewonnen. Ich erkläre Ihnen gerne dazu kurz die Hintergründe. In der ersten Abmahnung, in der ersten einstweiligen Verfügung, da ging es um Impressumsverstöße und um Datenschutzverstöße und da haben Klabunde und Nebig diesem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung Screenshots beigefügt. Und aus diesen Screenshots kann man das Impressum des Mandanten sehen und das, was da fehlt. Und natürlich auch die Datenschutzerklärung bzw. die fehlenden Teile. Und da konnte man schon sehen, damals zu diesem Zeitpunkt, vor über einem Jahr war das, dass dort kein US-Link vorhanden war. Und dieser fehlende US-Link, der ist dann tatsächlich erst ein Jahr später mit Abmahnung 2 beanstandet worden, mit einstweiliger Verfügung 2 angegriffen worden. Und da haben wir gesagt, Moment, hoppla, kann doch nicht sein. Ihr habt es damals schon gesehen, dass dieser Link fehlt, beziehungsweise ihr hättet es erkennen müssen. Ihr habt dem Gericht sogar Screenshots von der Webseite des Mandanten beigefügt. Ihr habt das Impressum gezeigt, ihr habt die Datenschutzerklärung gezeigt. Euch war bewusst, der Link ist nicht vorhanden. Und dann ist es doch Salamitaktik, wenn wir ein Jahr später erneut zur kostenpflichtigen Abmahnung greifen, einen Antrag bei Gericht stellen und die einstweilige Verfügung dann per Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Also, mit anderen Worten, das ist schlichtweg unzulässig, wenn man mehrere Rechtsverstöße erkennt oder erkennen kann und wenn man die dann verteilt auf mehrere Abmahnungen, wenn man da mehrere Abmahngebühren generiert, wenn man durch die verschiedenen Verfügungsverfahren mehrere gerichtliche Verfahrensgebühren generiert. Wir sprechen da von einem sogenannten Kostenbelastungsinteresse. Wir haben genauso vor dem Landgericht Hamburg argumentiert. Die Hamburger Richter haben uns Recht gegeben und Klabunde und Nebig haben den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen meinen Mandanten zurückgenommen. Insgesamt wird man die wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen des Maklers Thoralf Klabunde mittlerweile recht kritisch betrachten müssen. Im Hamburger Verfahren haben wir auch thematisiert, dass es ein Makler, ein Berliner Makler mit relativ geringen Umsätzen ist vergleichsweise, aber einer hohen Abmahnaktivität und dass da eine unnatürliche Diskrepanz besteht. Vielleicht befinden Sie sich ja jetzt in einer ganz ähnlichen Situation. Vielleicht haben Sie auch gerade Post bekommen von Roger Nebig für Ihren Berliner Kollegen Thoralf Klabunde und fragen sich jetzt, muss ich da wirklich eine Unterlassungserklärung abgeben?
Muss ich diese Anwaltskosten zahlen, die da geltend gemacht werden, oder ist das möglicherweise alles rechtsmissbräuchlich, wie im Fall meines Mandanten? Und ich lade Sie ein, lassen Sie uns drüber sprechen. Nutzen Sie einfach den Link hier in der Videobeschreibung. Greifen Sie zum Hörer, schreiben mir eine E-Mail, schicken mir die Abmahnung auf jeden Fall schon mal zu. Wir gucken uns das gemeinsam an und möglicherweise gibt es da eine richtig gute Lösung. Vielen Dank.